Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. ja. Wie man sehen kann, Shadow of the Erdtree vor 24 Minuten rausgekommen. Für mich. Ich habe nichts zu dem DLC gesehen. Kein Trailer, kein gar nichts, kein Ankündigungsvideo. Und Banana Casa. Level 10? Nee. Ich habe unseren Charakter schon mal zum Mausoleum der Mogwyn-Dynastie hinbegeben, weil man muss Mog besiegt haben, um das DLC machen zu können. Was angeblich nur 30% der Spieler zur Zeit der Ankündigung gemacht hatten. Warum auch immer. Mog ist jetzt nicht gerade ein allzu schwerer Boss, finde ich. Und ja, Elden Ring wird jetzt erstmal täglich wiederkommen. Und der Zelda Randomizer wird dienstags und donnerstags jetzt kommen. Wir machen keinen Spin the Wheel Kram hier mehr, weil gegen Ende war es einfach nur nervig geworden. Ja, warten, bis er mal hier fertig lädt. Großer, hier steht zum ersten Mal erhalten werden können, mit Ausrufezeichen markiert werden. Oh ja. Weiß er nicht. Umfinger. Eine nachfolgende Spieldurchgänge übernommen. Ja. Wahnsinn. 70%, ja, Ausbildung an Orten der Gnade. Dauert aber schon einen Moment. Aha. Neue Ring von Mikela. Oder Mikela. Huch. Das ist aber frech, dass da jetzt einer steht. Wir schauen uns erstmal den Ring an. Ring von Mikela. Ist das ein Talisman? Stimmt, oder? Nee? Bist du ein normales Item? Oder ein Schlüssel-Item? Huch, da. Ich. Wollt ihr einfach nur übersehen? Was ist denn da los? Ist ein Typ, der einen Ring hält. Nö, sieht irgendwie nicht so aus. Gehe nicht davon aus, dass du ein Consumable bist. Wäre äußerst merkwürdig. Eine Waffe? Wäre noch seltsamer. Talisman hätte ich mir vorgestellt, aber vielleicht kann er hier uns ja was zusagen. Hi, wer bist denn du? Were you guided here by kindly Mikela? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikela the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikela's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Das erste, was ich machen möchte, ist. Oh, wow. Stimme war sehr leise von ihr. Berühren. Erstmal ein Ladebildschirm.
Ja. Könnte man da hinjumpen? Aha. Okay. Mano. Was haben wir denn hier so Schönes? So ruhig und bedrückend. Grabsteine. Wow. Grabfeldebene. Okay. Interessant. Das ist die ganze Karte. Ist ein bisschen klein, nicht? Wir werden das da auf jeden Fall als erstes markieren, weil da ist definitiv eine Map. In sein Kopf steht in Brand. Berühren. Wie rufe ich noch mal unseren Ross? Wir uns auch erstmal um. Das ist schon eine Weile her. Wie? Einfach B. Ganze Weile her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Wer er denn hier? Lumus auf jeden Fall, der hat. Ich deine Waffe? Schade. Okay. Wenn er meint. Da sitzt ein hoffnungsloser Geist. Karte Grabfeldebene. Das ist sass. Sehr sass. Ich glaube, ich will jetzt mal dahin. Warum nicht? Sollte ja nicht schaden. So, ihr seid nur am Jammern, ja? Gebrochen auch rum. Rotfleischpilz. Lecker, lecker. Den Weg folgen, ja. Ein Schluck Slurpen hier. Ich bin der Feuerfall. Ja, bitte. Ja. Bin ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt im Sinne von excited. Schon eine Weile her, dass wir Elden Ring gespielt haben. Und das letzte, was ich gemacht habe, ist das Spiel auf 100% gebracht. Davon ein paar Monaten. Ich musste halt nur noch einmal das Spiel quasi durchrennen. Warum sind denn so viele Leute gestorben? Warum kann ich hier Leute beschwören? Wegen ihm da? Dem Hund? Hä? Ich werde keine Nachrichten oder sowas lesen. Nichts dergleichen wird hier passieren. Ich würde einfach vermuten, dass hier gleich ein Bosskampf passieren wird. Oder irgendwas in die Art. Und nicht einfach nur so ein. Ernst für einen dicken Hammer, Alter.
Naja, wenn kommst du zu mir und nicht umgekehrt. Und buffen uns mal kurz. Schild hat auch, haut auch zu. Hoi-jippa! Cooler Angriff auf jeden Fall. Hast du von Radagon geklaut? Schwarzer Stahl-Großhammer. Geil. Ah, das ist doch nicht. Willst du mir nicht sagen, dass die Leute an dem verreckt sind? Nee, irgendwas ist hier noch. Ich kann immer noch beschwören. Oder die Entwickler dachten sich, dass das Gebiet hier schwierig ist und deswegen haben sie auf IGN gehört und haben gesagt, ja, okay, wir bringen ja was rein. Skadu-Baumfragment. Immer das sein soll. Ich habe den Hilfetext gesehen, aber ich habe sie nicht durchgelesen. Da waren halt zwei Hilftexte. Einer war halt irgendwas mit Skadu-Baum und das andere war für irgendwas mit Geisterasche. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Also schon, aber erst wenn ich es auch habe. Hey, Bleed ist immer noch OP, so wie man es mag. Und man kann ja schleichen hier im Spiel. Trötenmann hätte ich halt ganz gerne weg eigentlich. So. Tröte entfernt. Dann wird keiner von euch aggressiv, ne? Ich dich einfach backstab. Ja! Weg mit ihm, hör mal. Ich glaube, dich kann ich nicht backstabben, ne? Okay. Ey! Gab's den Tritt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Muss einen schweren Angriff machen für Feuerspirale. Ein Consumable. Aber freuen? Nachricht. So, irgendwas ist immer noch ziemlich, ziemlich seltsam hier. Hier sieht das cool aus, ey. Holy sh. Es wirkt so, als könnte man da hin. Kann da auch hin. Musik laggt so ein bisschen ab und zu mal, ne? Mein Rechner ist nicht mehr gut genug für Elden Ring. Nein, bleib hier. Bist du? Hase. Und mal ein paar Sachen anschauen, die wir hier bekommen haben eigentlich, ne? Beispiel erfordert, um drei kleine Feuerschlangen zu beschwören. Okay. Und nur um 500 Runen zu erhalten. Sonst haben wir nur den Hammer noch bekommen, ne? Hier werden diesen Skardu da. Stärkt den Segen des Skardu-Baums. So immer das sein mag. Sonst haben wir nur diesen Stahl-Großhammer. So denn. Da ist er. Kriegshammer. Beharren. Waffe der schwarzen Rittern, die Messmer dem Fehler dienen. Großhammer aus schwarzem Stahl mit dekorativen Goldverzierungen. Mit einer Erdenbaum-Anrufung gesegnet. Weitere heilige Durchflutung verstärkt den Effekt und erhöht die Macht der Waffe deutlich. Abwehrkonter erhöhen die Kraft. Verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um euch kurz euch gleich. Ach so, das haben glaube ich viele Hämmer, ne? Ja. Ich muss kurz niesen. Okay, wir müssen es tun. Hier ist ein Wasserfall. Mit Sicherheit haben sie hier ein Geheimnis hintergetan, oder?
Oh, Juwel. Na, nicht geil, aber warum immer Sackgasse? Na gut, Taujuwelen, wofür auch immer die gut sein werden. Wir haben sie. Da habe ich das Ding noch nicht mal genommen. Au. Was haben wir hier? Segen von Marika. Könnte dies ein Fulchil sein? Dachte ich mir schon. Jedes Mal, wenn man in einem Souls-like-Spiel einen Segen aufhebt, ist das höchstwahrscheinlich ein Komplett-Heal. Adafrucht. Hat sie, glaube ich, nicht neu. Und warum konnte ich hier jetzt was beschwören? Immer noch was beschwören. Mysteriös. Kein Kopf voraus, da immer noch kein Kopf. Korrekt. Messt mal Soldaten. Was eigentlich die Summoning verschwindet, sobald. Vielleicht müssen wir da was Bestimmtes summonen. Also weg voraus. Kann natürlich sein, weil es gibt halt auch eine Kirche, in der man die, ja, die Qualle beschwören soll. Komisch, komisch. Ganze. Erstmal einen Schluck slurpen. Ich weiß nicht, ob es jetzt erfolgreich war oder nicht, aber auf jeden Fall zwei Skardu-Baum-Dinger. Apropos Baum. Die hängen ja auch nur so rum, wa? Okay. IGN hat das dem DLC übrigens nur 3 von 5 gegeben und gesagt, dass das zu schwer ist. Nur so nebenbei. Hey. Dann kommt hier für Radau zu sorgen, ne? Ja. Schwerer gesprungener Topf. Braucht er nicht so viele Wurfsachen. Handbuch des großen Herrschers. Au. Huch. Na, das nutze ich hier aber mal aus. Wenn ich da wieder hochkomme. Aha, ich bin hier oben. Aber wofür? Ich weiß es nicht. Da ist ein Item. Rotfleischpilz. Pilz? Ah. Uff. Ich kann von hier irgendwie auch da hochkommen. Vielleicht auch nicht. Kommt von hier da hoch. Torrent ist halt einfach ein Cheatcode. Um ist mit Sicherheit was. Halt nur einen Weg hoch hin und das Item hier mitnehmen.
Schattenreiche Rune. Und ihr denn hier? Wo sterben denn Leute hier an der Stelle? Also ich glaube ja nicht, dass ich overpowered bin für die Gebiete, aber noch mehr kommen. Scheint auch so ein Hammerbruder zu sein. Er ist da auch noch. Also er steht mit Sicherheit da, damit man, ne, so weiß, oh, ich soll da als erstes hin. Ich meine, das ist obvious. Ich würde sagen, dass das nicht offensichtlich ist. Wie? Oh, öffnen. Ich würde sagen, wie, hier ist nichts, aber... Klopf, klopf, der Specht. Klinge der Gnade. Ist ein... Talisman? Klinge der Gnade. Ich habe ja auch noch unser altes Loadout für Melania dran. Talisman des Alten. Ja. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen... Oh, natürlich, nice. Na gut. Dann würde ich nochmal gerne zu dem Hammerbruder. Und uns erst die Gnade und dann gehen wir zu dem Hammerbruder. Ich weiß nicht, was er da mit uns vorhat, aber es wird nicht gut für ihn enden. Er bewegt sich. Finde ich nicht gut, dass er sich bewegt. Was ist denn du? Ein Gegnerz. Ah, komm in Reichweite hier. Könnte er der erste Boss sein, ne? Er ist auf jeden Fall ein Gegner. Oh! Ich! Ah! Heiß! Ein Torrent! Monster! Oh, wie! Der hat zum Glück nur ein bisschen Leben, ne? Zeit für den Blutklingtanz. Ich glaube, ich soll eigentlich drüber springen. Ja, was auch immer ich da getan habe, es hat ihm nicht gefallen. Also greifen tun wir mal nicht, ne? Ganz so, als hätte ich ihn gerade zum Staggern gebracht. Oh, das war heiß. Ei. Ich mache das definitiv falsch, ja, das ist in Ordnung. Au! Holy moly! Nee, bleib hier! Das ist auch umgekippt. Schlitz! Bam! Ja, so ganz so falsch mache ich es dann ja doch nicht.
aufpassen, dass ich genug Ausdauer für den ganzen Spaß habe. Jetzt nochmal um? Nee. Noch nicht. Okay. Einfach außer Reichweite und dann springen, ja. Hab ich verstanden. Jetzt nochmal um. Dreimal muss man ihn so zum Stack anbringen. Okay. Ja, weiter. Okay. Und tschüss. Da ist er weg. Abwehrende Bleiträne. Und Ofengesicht. Ist denn zum Craften, ne? Ofengesicht. Findet man immer seltener. Das ist ein guter Hinweis. Danke. Und diese Beiträge. Sind die mit drin? Die waren hier mit drin, ne? Abwehrende Bleiträne. Härtete? Da. Verstärkt in Arzneigemisch spontane Abwehr. Den Gemisch verkürzt. Verstärkt kurz die spontane Abwehr. Andere Sensoren und Abwehrgleichung werden sofort nach Einnehmen einer Abwehrhaltung erhöht. Deine spontane Abwehr vollständig ausgeführt, wenn du dem Abwehrkonter verstärkt. Oh, die meinen Perfect Block? Huch. Oh, Tron ist tot, stimmt. Keine Crimson Tier, um wieder zu beleben. Ups. Ein Glück war hier eben ja irgendwo eine Gnade, ne? Wieso denn? Okidoki. So schwer war das jetzt nicht. Segen des Schattenreichs. Segen des Skardu-Baumes. Ja, aber was bringt der? Wird einem nicht gesagt. Hey, wait a minute. Warum sind meine Sachen gelb? Werde ich hier runtergescaled? Das wäre frech. War irgendwo noch ein Hammerboy. Aha. Weg mit dir. My boy. Oh. Ein Hammerboy. Hat jemand hier so einen Zweig von Dark Souls 2? So ein Duftzweig? War eine Höhle? Nee. Hey.